Aufgrund des heutigen Ereignisses Halloween gibt es ein kleines Special von mir. Da heute der 31. Oktober ist und somit auch Halloween in den Vereinigten Staaten, was aber auch in Deutschland ein bisschen auch gefeiert wird, werde ich ein kleines Special machen zum Thema Halloween und Retro-Spielen. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, Zocola. Im heutigen Halloween-Special stelle ich euch drei Spiele vor, die was mit Halloween was zu tun haben. Oder horrormäßig. Heute ist der 31. Oktober und es wird Halloween gefeiert. Aufgrund von Halloween stelle ich euch drei Spiele vor, die mit Horror was zu tun haben. Eines der allerersten Spiele, was ich euch zeigen möchte, ist Splatterhouse. Splatterhouse für die PC Engine, später auch für Sega Mega Drive von Namco, ist ein Splatter-Spiel. In dem geht es darum, dass man seine Freundin von einem Bösen rettet, was im Haus gekidnappt worden ist. Der Clou an dem ganzen Spiel ist es, der Charakter verfügt über eine Maske, eine Eishockey-Maske, ähnlich wie bei Jason Voorhees aus Freitag der 13., die ihm gewisse Kräfte verleihen, damit er gegen das Böse ankämpfen kann. Wir müssen gegen Gegner ankämpfen. Das nächste Spiel, was ich euch vorstellen will, ist eigentlich eine Spielreihe. Das erste Spiel kam 1992 raus von Infogrames für den PC und 3DO. Es handelt sich um Alone in the Dark. Später gab es das für die Xbox 360, PlayStation 3 und PlayStation 2. So für die PlayStation 1 gab es sogar einen Teil davon. Wobei der allererste Teil kam ja 1992 raus, war in voll 3D. Es war ein Action-Adventure. Man musste aus dem Haus entfliehen. Da im Spiel selbst gab es Rätsel und Hinweise, die man finden musste, um voranzukommen. Man konnte sich mit gewissen Waffen gegen Bösewichte oder Gegner behaupten. Die Atmosphäre des Spiels war sehr dunkel gehalten. Das Spiel selbst sollte eigentlich früher Call of Cthulhu heißen, aber es wurde in Alone in the Dark umbenannt. Es basiert auf der Geschichte von H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu. Freitag der 13. erschien 1985 für Commodore 64, Amstrad CPC und ZX Spectrum. Es wurde von Domag veröffentlicht. Es geht darum, dass Massenmörder in einem Freizeitcamp sich unter den Urlaubern versteckt und Leute tötet. Basiert eigentlich auf dem Film Freitag der 13. Es ist ein 2D-Action-Adventure. Man hat 5 Charaktere von raus zur Auswahl, die man einzeln durchspielen muss, um das Spiel abzuschließen. Wie gesagt, Jason, der Massenmörder, er tanzt sich als Urlauber, aber an gewissen Zeitpunkten ertönt die Musik, wo er dann Jagd macht auf Urlauber oder auf den Spieler selbst. Irgendwann erscheint ein Kreischen. Dieses Kreischen stellt dar, dass Jason schon einen Urlauber getötet hat. Man kann gewisse Waffen wie vom Kochmesser bis zur Motorkettensäge verwenden, um ihn zu bekämpfen. Im Spiel selbst gibt es Gebäude, die man betreten kann, von der Scheune bis zur Küche und diverse Häuser. Dort kann man zum Beispiel auch ein Kreuz platzieren, um die Urlauber vor Jason zu schützen. Aber damit ist auch ein Problem vorhanden. Wenn sich mehrere Urlauber in einem Gebäude befinden, kann auch Jason dazukommen und dort diese töten. Aber an gewissen Zeitpunkt macht sogar Jason Voorhees Jagd auf den Spieler selbst. Ziel ist es des Spiels,
Jason Voorhees den Mörder zur Strecke zu bringen, bevor er jemanden tötet oder bevor dieses Kreischen schon überhaupt anfängt. Hat man Jason Voorhees getötet, nimmt man an, muss man den nächsten Charakter von den fünf spielen. Und das geht so weiter. Es gibt dabei keinen Schwierigkeitsgrad. Das Einzige, was daran die Schwierigkeit darstellt, ist der Zeitdruck, der dadurch entsteht. Sind alle fünf Spielercharaktere tot, ist das Spiel für uns vorbei. Somit geht das Spiel von wieder von vorne los. Das Tolle an dem Spiel ist, die Musik und die Atmosphäre sorgen für Gänsehaut. Man steht unter permanentem Zeitdruck und Angst. So, das waren meine drei Spiele zum heutigen Event. Falls euch mein Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like, drückt auf die Abo-Glocke und hinterlasst ruhig gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.